gecrashed ist. Das war der einzige Grund, warum ich aufgehört habe, sonst wäre ich bestimmt noch ein paar Stunden oder auf jeden Fall ein paar Minuten weitergegangen. Ist so ein Spiel, wo man immer so ist, eine Stelle noch und dann noch ein bisschen und dann, ich mache noch ein Stück. Ja, dann geht das halt immer so weiter. Schon der zweite Schraft, hätte ich. Aber nee. Das zeige ich jetzt nicht, dafür bin ich mir zu faul. Bin ja sowieso schon fast da. Pass auf, aus dem Weg! Nicht gut. Böse Polizei, böse Polizei. Ah, schon wieder. Nein. Fahren natürlich wieder wo rein. Penner. Penner fährt ja nur ein Auto. Weil Penner fahren immer Autos. Yeah, wir haben es geschafft. Oder wir haben es nicht geschafft, aber wir haben es zurückgeschafft. Nach so vielen Fehlschlägen gab Salieri den Job an jemand anders. Ich ging nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Setz dich hin und sieh zu, damit du nicht noch einmal alles verbockst. Dafür ist mein Typ, den Mafia-Boss selbst gerettet hat und schon tausende Leute abgeknallt hat, haben die nicht sehr viel Respekt. Ich könnte die bestimmt alle umlegen, ohne meine Augen zu öffnen. Amateur! Wer seid ihr? Ihr habt nicht meinen Namen. Ich frage meinen letzten Namen. Naja, wir sind ja auch nicht irgendwie. Naja. Keinen ersten, keinen letzten Namen, die überleben, stimmt ich. Was ist das überhaupt für ein Plan? Ich mach das alle voll hochkompliziert. Ihr habt drei Leute, ihr könntet euch genauso da wieder hinstellen wie ein Auto, Straßensperre bauen und einfach eine MG ziehen und die Leute ab. Nein. Ihr müsst halt nur sicher gehen, dass die MG nicht kaputt ist, dass der Typ da ist und dass ihr nicht die falschen Leute in die Luft jagt. Ich meine, bis jetzt alle Fehlschläge waren pures Pech. Spannend. Logisch gesehen könnte mein Typ sich noch vor die Schranke stellen, damit der nicht. Naja, werdet sehen. Warum gehen die Schranken nicht zu? Los! Damit das nicht passiert. Hätte mein Typ sich das war ja wirklich professionell.
Manche hätte sich vor die Schranken stellen können. Jetzt muss ich natürlich den Typen noch verfolgen. Ich meine, darauf kommt sowieso hinaus, dass wir wieder alles machen müssen. Wir können die Musik noch von Anfang an spielen. Da wurden wir gejagt und jetzt ist es genau andersrum. Außer wir keinen Baseballschläger haben und ein Auto stattdessen. Naja, es geht darum, dass wir jetzt die Bösen jagen, statt mal gejagt zu werden. Ach. Und dass er ein voll gutes Auto fährt. Ich einfach mal ein bisschen langsamer fahren, damit ich dich fangen kann. Pass auf, aus dem Weg! Depp! Lass mich nicht töten! Das war ja wohl unfair. Typ baut einen Unfall und ich verliere deswegen. Also so, fast verloren. Pass auf, aus dem Weg! Noch habe ich nicht aufgegeben. Man merkt die Polizei überhaupt mich und nicht den Typen, der gejagt wird. Warum muss ich mein Headset fahren? Ja, toll. Das war ja wohl beschissen. Der Typ kann doch nicht einfach einen Unfall bauen und deswegen gewinnen. Was ist das denn für eine Logik? Nur weil ich besserer Fahrer als der Typ bin. Pass auf! Hallo. Komm mal ein Auto. Geh ein bisschen faster. Ich meine, warum habe ich nicht einer meiner besseren Autos? Warum habe ich so eine Schrottkarre? Habe ich auch eine Waffe? Ja. Ich krieg keinen guten Schuss. Ja, Geschwindigkeitsübergrenzung. Überhaupt nichts mit der Knarre, die da raushängt. Wieder war der Typ im Unfall. Ich meine, vielleicht wieder fährt. Überrascht, dass wir den überhaupt erledigen müssen, dass er sich nicht selbst umbringt. Und trotzdem kann ich ihn irgendwie nicht effizient einfangen. What the? Irgendwie tanzen die Autos alle. Fuck you!
Sicherlich doch mitfahren. Mach ich das jetzt alles sehr langsam, damit der Typ auch nicht zu schnell wegfahren kann. Wenn das Sinn macht. Wenn mein Typ nicht so schlecht fahren würde, hätte ich schon längst gewonnen. Aber der Typ muss natürlich Unfall nach Unfall bauen. Daraufhin fahre ich immer nicht vorbei. Wieder der Typen und Feuerwehr. Vielleicht, wenn ich jetzt. Wie schafft er das? Sein Auto wird hinüber. Ich hätte ihn fast gehabt. Mach mich nicht wütend! Ah. Heini, ich werde dich kriegen. Jetzt aber. Was? Pass auf, das ist ja Lehrer. Mein Gott, Vorsicht! Deine Karre muss doch komplett Schrott sein, so wie du fährst. Das ist immer die unfairste Verfolgungsjagd im ganzen Spiel, glaube ich. Da. Ich meine, der Typ fällt überhaupt nicht mehr auf, in Autos reinzuräumen. Der ist so wie ein. Was? Ich hab dich gleich. Danke, Polizei, heute. Ich sehe das Auto noch. Ja, wir haben es geschafft. Was glotzt du so? Leg den Typen hinter mir um! Okay, komm da raus, du Bastard! Nee, kurze Pause.